Ich darf beginnen mit einem Text, der, wie Sie merken werden, auf Musin und Döblin rekurriert, aber nicht nur. Wie beginnen? Ich meine, Ilsebil salzte nach, lautet der angeblich schönste erste Satz der deutschsprachigen Literatur, aber seien wir uns ehrlich, dieser Satz, wenn man ihn als Satz bezeichnen kann, Subjekt und Prädikat und sonst nichts, wirft doch dermaßen viele Fragen auf, dass es selbst für Literatur zu viel ist. Wer ist Ilsebil? Warum salzt sie nach? Hat sie denn keine Angst vor Bluthochdruck? Und was ist Ilsebil überhaupt für ein Name? Und wo befinden wir uns in dem Text? Und wo befinden wir uns mit dem Text? Und wann und wen interessiert es, ob sie salzt oder pfeffert? Soll sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und außerdem ist ein Satz noch lange kein Beginn und ich kann mich nicht erinnern, dass der zweite Satz, bevor gezeugt wurde, gab es Hammelschulter zu Bohnen und Birnen, weil Anfang Oktober, oder der dritte, beim Essen noch mit vollem Mund sagte sie, wollen wir nun gleich ins Bett oder willst du mir vorher erzählen, wie unsere Geschichte wann wo begann, auch nur unter den Top 10 der schönsten zweiten und dritten Sätze der deutschsprachigen Literatur zu finden sind. Vielleicht, denke ich mir, können ja nur Schriftstellerinnen schöne zweite und dritte Sätze schreiben, denn erste gelingen anscheinend nur weißen Männern, gelingen nur Grass und Kafka und Lenz, aber das nur nebenbei. Wie also beginnen, denke ich mir an diesem 31.10.2019, brütend über der Aufgabe, einen Döblin-Musil-Antworttext für eine Döblin-Musil-Tagung voller Döblin-Musil-ExpertInnen zu schreiben, während ich Gedanken verloren in Döblins Berlin-Alexanderplatz blättere, während ich Gedanken verloren in Musils Mann ohne Eigenschaften blättere, während ich Gedanken verloren auf einen Stapel ausgedruckter und mit Bleistift, mit Kugelschreiber, mit Füllfeder beschriebener Kurzprosa-Texte blicke, die Ermordung einer Butterblume weiß ich darunter, Ostseligkeit weiß ich darunter, die Maus- und Hasenkatastrophe weiß ich darunter und irgendetwas mit einem Mandrill und so weiter. Und nicht darunter, sondern obenauf liegt die Tänzerin und der Leib. Wie denke ich weiter die Wirkung des Mannes ohne Eigenschaften auf einen Mann mit Eigenschaften beschreiben und bin, obwohl noch gar nicht begonnen, im Kapitel 17. Mein Kopf zwar klar und der Plan darin gleichsam schwebend in einer sehr durchsichtigen, sehr deutlichen Luft, ja, der Plan spaltet sich und wird zu zwei oder mehreren Plänen, die um den Vorrang streiten. Aber die Verbindung vom Kopf zu den ersten Bewegungen, die zur Ausführung notwendig gewesen wären, ist wie abgeschnitten. Wie also beginnen? Vielleicht mit einem Wetterbericht. Wir kennen eine wolkenarme Zone, die von der Nordsee bis an unsere Landesgrenzen reicht. Hier liegt trockene Kaltluft. Wolken über Frankreich und über dem westlichen Mittelmeerraum deuten bereits eine Wettererwärmung an und die Computerbilder zeigen, dass sich mildere Luft vom Atlantik langsam ihren Weg in unsere Richtung bahnt. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist, es war ein kalter Oktobertag des Jahres 2019, aber keineswegs windig, als ich beschloss, den Beginn Beginn sein zu lassen, meine Sachen, meine sieben Zwetschgen, darunter Berlin-Alexanderplatz, darunter der Mann ohne Eigenschaften, darunter das Fliegenpapier, darunter der Schmus und so weiter, zusammenzupacken und mich von der Universität zum Schottentor zu begeben, um mich dort aufs Geradewohl in eine der dort ankommenden und abfahrenden 10 Straßenbahnlinien D1, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 oder 71 oder eine der zwei dort ankommenden und abfahrenden Buslinien 1A, 40A, nicht aber in die dort ankommende und abfahrende U2 zu setzen, in der Hoffnung, im Verlaufe der Fahrt eine Art Inspiration zu finden für meine Aufgabe, einen Döblin-Musil-Antworttext für eine Döblin-Musil-Tagung voller Döblin-Musil-Expertinnen zu schreiben. Die Linie 71 fährt von der Börse kommend über Schottentor, Rathausplatz, Burgtheater, Parlament, Volkstheater, Ring, Burgring, Ober, Karlsplatz, Schwarzenbergplatz, am Heumarkt, Unteres Belvedere, Rennweg, Kleistgasse, Oberzellergasse, St. Marx, Litfaßstraße, Molitorgasse, Zipperer-Straße, Haufgasse, Engplatz, Grillgasse, Braunobergasse, Simmering, Fickelstraße, Weißenböckstraße, alle vier Tore des Zentralfriedhofs, Bantuzeckgasse, Wildholzgasse, Lebergasse, Swetelskistraße, Valiergasse bis zur Station Kaiser Ebersdorf-Zinnergasse. Unterrichte ich mich im Internet über das Liniennetz,
bevor ich in den Straßenbahnwagen 4092 einsteige, Typ E2, Baujahr 1989, 44 Sitz- und 58 Stehplätze mit Beiwagen Typ C5 mit zusätzlichen 32 Sitz- und 29 Stehplätzen, Berlin-Alexanderplatz in meiner Tasche, der Mann ohne Eigenschaften in meiner Tasche, Dichtung und Seelsorge in meiner Tasche und Kindergeschichte und so weiter, den Dublin-Musil-Auftrag in meinem Kopf. Wollen Sie aussteigen, bitte rechtzeitig Druckknopf betätigen, während der Fahrt nicht mit dem Fahrpersonal sprechen, do not speak to driver while vehicle is in motion, in Bewegung nun auch wir, mit unsanftem Rucken, mein rechter Ellbogen stößt gegen die Seitenwand des Wagens, meine Füllfeder irrt unkontrolliert über die fast noch leere Seite meines Notizblocks, nur Linie 71 Richtung Kaiser-Ebersdorf-Zinnergasse steht da, das Datum 31.10.2019 steht da noch nicht. Der Rathauspark, herbstlich gefärbt, endlich frohe Weihnachten über dem Eingang des noch geschlossenen Christkindlmarktes. Wie sollen, denke ich, seine Weihnachten frohe werden? Alleingelassen mit dem Kind, umgekehrte Midlife-Crisis, endlich, so erbitter habe sein Kampf für Gleichberechtigung Früchte getragen. Das Rathaus eingerüstet wegen Weihnachtsdekorationsarbeiten, das Parlament auch wegen Umbauarbeiten, Baustelle Demokratie. Beim Volkstheater vor meinem Fenster ein junger Mann, Heath Ledger als Joker auf seinem Pullover, schiebt seinen Kaugummi Time to Shine zwischen seinen Lippen hin und her. Zwei Straßenbahnkontrolleure geben sich zu erkennen. Eine Mitte 30-jährige Frau hat ihre Geldbörse samt Ausweisen und Jahreskarte vergessen, Anruf bei Freund, die finden mich nicht in der Kartei, schick mir ein Foto der Rechnung, ja, meine Tasche liegt im Auto von Irmi schon seit gestern, ich habe sie vergessen. Beflaggt das Hotel Imperial, EU, USA, Vereinigte Arabische Emirate und Österreich. Warum Gott das zulässt auf Litfaßsäule, Arealis vermietet Gewerbeflächen, viele Produkte um nur 1,99. Eine Frau stützt sich neben mir ab auf der Scheibe, die Nägel rot, sie geht, die Abdrücke bleiben, noch zwei, drei Stationen roter Wodka, in der Seitentasche eines Börden-Rucksacks, Rückkehr der 90er Jahre, Halloween kann jeder, wir feiern Weltspartag, Rückkehr von Kindheitserinnerungsbildern, Sumsi und spare froh und Werbegeschenke. Die Landstraße Hauptstraße wird überquert oder überquert den Rennweg rechts, wie eine Festung der Anton-Wildgans-Hof, wie eine Festung in Diet, die 4- bis 6-stöckigen Blöcke mit 48 Stiegen und ursprünglich 829 Wohnungen bilden nach außen hin eine mächtige Front. Das letzte fertiggestellte Bauwerk des Roten Wiens wurde im Bürgerkrieg gegen die Faschisten bis zum 14. Februar gehalten. Wir tun nun doch keinen Konditor weg. Wir haben gerät, dass wir vielleicht einen Lehrling wegtun, vielleicht die Kerstin, die kündigt vielleicht eh, die suizidgefährdet, deshalb fehlt sie schon wieder. Ja, ja, die ritzt, erzählt die Frau in rosaroter Daunenweste gegenüber ihrem Handy. Molitorgasse, Fastbox, alles, was ihr Auto braucht, Güneshi-Markt, ein Mann transportiert Baguettes in seinem Rucksack, eine Gruppe junger Männer steht rauchend und oder auf ihr Handy starrend vor Moss Hairstyle, die Frisuren ähneln einander frappant, seitlich und hinten rasiert. Rechts geht nun die Gottschalkgasse ab, wetten, dass die wenigsten wissen, dass sie nach dem ehemaligen Besitzer der Herrschaft Simmering benannt ist, der ist auch schon bald 1000 Jahre tot. Bei der Doppelhaltestelle Simmering stehen Obst- und Gemüsehändler. Eine Gruppe Jugendlicher steigt ein, Kopfhörer in den Ohren. Einer zeigt den anderen lachend 170 Euro in Scheinen. Zentralfriedhof Wien, Konrad Hinterleitner, Grabsteinerzeugung, Into My Arms, O Lord. Schloss Concordia, ein junger Mann steigt beim 4. Tor aus. Achtung, Auftritt freihalten, Türen schließen selbsttätig. Papiere und einen neuen, ungefalteten Zulassungsschein in der Hand. Es ist Max Rüst. Seine Todesanzeige wird lauten, nach einem langen, erfüllten Leben hat mein lieber Ehemann, Vater, Schwiegervater, unser lieber Opa, Uropa, Ururopa, Schwager und Onkel, Herr Max Rüst, seine Augen für immer geschlossen. Die Urne unseres lieben Verstorbenen wird am 6. Oktober 11.30 Uhr in der Feuerhalle Simmering, Raum 3, aufgebahrt, feierlich verabschiedet und anschließend beigesetzt. In liebevolle Erinnerung im Namen der Hinterbliebenen Marie Rüst. Jetzt ist dieser Max Rüst aber 20 Jahre alt und gerade von der Zulassungsstelle Euroherz in der Simmeringer Hauptstraße gekommen
wo er sein erstes eigenes Auto angemeldet hat. Immer wieder wird er später seinen Kindern, seinen Enkeln, Urenkeln und Ururenkeln erzählen: Stellt euch vor, mein erstes Auto war noch ein Benziner, gebraucht, noch ohne Automatik und Einparkhilfe. Wir sind am Ziel, auf Wiedersehen, nicht mehr Endstation, bitte alles aussteigen, erklärt mir Angela Schneider freundlich. Ich steige aus und blicke mich um. Abfahrt in Richtung Börse in 5 Minuten. Ich warte ein wenig und steige wieder ein. In meiner Tasche Berlin-Alexanderplatz, in meiner Tasche der Mann ohne Eigenschaften, in meiner Tasche wieder die Verleger und über deutschen Prosa-Stil, in meinem Notizblock jede Menge Ideen, bloß immer noch gänzlich ohne Beginn. »90 Minuten Berlin-Alexanderplatz, 90 Jahre nach Berlin-Alexanderplatz.« Die U8 spuckt ihn am Alexanderplatz aus, ihn, den Stadtabschreiber, den Vorlagennachschreiber, den Neukontextualisierer, den Berlin-Alexanderplatz-Hirschen. Nicht Franz, nicht Bieber, aber Kopf. Laberkopf. Laberkopf Köhle. Ein Untergrundausstieg, also als Einstieg in den Text und vorerst mal nur Kacheln. Alles ringsum verkachelt, verfließt und zugepflastert. Spende für neues Verbandsmaterial, gerne auch für alkoholische Getränke, halt aus dem U8-Waggon nach. Mut zum Chaos, Ihre Putzhilfe finden Sie bei helping.de, lasse als letztes vor dem Aussteigen und voilà, mit einem Biss in Frankreich. So schnell geht's im Untergrund und im Unterbewusstsein und auf Werbeplakaten am Bahnsteig. Zart, knuspernd, original französisch. Es riecht nach frischen Buttercroissants, Bahnsteigsbäckereigeruch, die Luft dennoch stickig, ranzige Buttercroissants, nein, frisch aufgebackene Teiglinge aus Polen in Deutschland unter dem Alexanderplatz als französische Buttercroissants, angepriesene und verkaufte Buttercroissants und frische Farben. Frische Farbkacheln ringsum, Farbkacheln in Türkis und Lindgrün. Keine Koalitionsansage für Österreich, einfach seit Jahrzehnten beruhigend wirkend. Kacheln, frisch und beruhigend wie Ihr Badezimmer. Kacheln, Bastos weht ihm durchs Hirn. Bastellkacheln, Kacheln, Knödeln, Bastellkacheln, Knödeln. Es ist Freitag, der 25. Oktober 2019. Es ist 14.04 Uhr. Die Ausgangstreppe ist leicht zu finden. Hier wird noch gegangen. Hier werden noch Kinderwegen angehoben und rauf und runter getragen. Die Aufzüge sind gut versteckt. Ein Windchen kündigt einen einfahrenden Zug an. Der Geräuschpegel ist ein sanft gedämpftes Gemurmel ohne Spitzen und Höhen. Schalldämpfkacheln, Bastellschalldämpfkacheln knödeln. Der Raum drückt die Decke, ist nah, Kachelblick. Der Schritt automatisch vorwärts und ausgangsgerichtet. Das Gesamtgebrabbel hat keine bestimmte Sprache und keine auszumachende Absicht. Gesprächsbrei, der dem U-Bahn-Schacht gefüttert wird. Wortopfer für das große U, das große Unbekannte, das große Unbewusste, den großen, unerforschten, verkachelten Untergrund. Bahnsteig hinter sich gelassen, erste Treppe erklommen, nächste Bäckerei. Jetzt ein Wiener Feinbäcker, der weiter nichts zu sagen hat und auch nicht aufdringlich in der Luft herumsemmelt. Der Wiener Feinbäcker begnügt sich mit Gemütlichkeit. Schräg gegenüber trumpft ein Blüten Reich auf. Ist das Berliner Schmäh, einen Blumenladen Blütenreich zu nennen? In Kreuzberg gibt's ein Reisebüro namens Titanic. Tragen die Blütenreich-Filialen Nummern? Wo wohl die Filiale 3 liegt, drittes Blütenreich in Reichstagsnähe, Ausgang in allen Richtungen. Menschenströme zu durchkreuzen hat etwas Bewusstseinsbildendes. Er schleicht sich am Blütenreich, 10 Gladiolen, 4 Euro, eine Amaryllis, 2 Euro vorbei, missachtet die Werbewall, die gerade eine App anpreist, die die Currywurst in der Nähe findet, fragt sich, wie diese Currywurst-Suchmaschine wohl heißt, Wurst-Schnapp-App oder Currywurst
Currywurst, Wunsch, Wünschel, roten Apfel vielleicht und strebt dem Tageslicht entgegen. Hier unten spenden ja konvexe Bullaugenlicht, haben was von Linsen, diese Lichtquellen. Weitere Plakate sind im Vorbeigehen wahrnehmbar, vor allem die, mit denen etwas assoziiert werden kann. Aha! Play Hunting High and Low Live 2020 Mercedes-Benz Arena. Aha, und was assoziiert er damit? Teenager-Tage, Morten, Max und Paul, Bravo-Poster und Take-on-Me-Video im Wurlitzer, präsentiert von Peter Rapp. Und von Rapp zu U2, zu Where the Streets Have No Name, von U2 zu U2, U8, U5-Schildern mit Anfangs- und Endhaltestellen, die geografische Rätsel aufgeben und doch auch Erinnerungen wachrufen. Banco, Ruhleben. Udo Lindenberg natürlich. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Banco? Aber immer war er der Meinung, Udo sänge Bangkok. Banco konnte er ja nicht kennen. Und die Sehnsucht nach Bangkok besangen seinerzeit ja auch andere. One night in Bangkok and the world's your oyster. Wittenau, Hermannstraße, Hönau, Alexanderplatz. Endlich Alexanderplatz. Stündlich Alexanderplatz, Frischluft greift nach ihm und schiebt ihn 21 Stufen nach oben, nach draußen, auf den Alexanderplatz, stündlich bis zu 10.000 Passanten. Na, fang da mal an zu beschreiben. Der Blick fällt auf Tauben und Spatzen, die aus Boxen bicken, Dönerboxen bick Spatzen und Tauben. Da Currywurst und Kebab, da KFC and Back Factory und dort ein weißer großer LKW, der nach Hilfe ruft. Das Deutsche Rote Kreuz bzw. ein bildlicher Blutstropfen fragt, ich spende Blut und du? Er wird angesprochen, Hilfe, auf Wienerisch, Hilfe! Na, so groß ist die Stadt auch wieder nicht. Sie kennt ihn aus Wien, sie will sich unterhalten, hält ihn aber bloß vom Schreiben ab. Sie kapiert's, guter Mensch, kurze Zäsur. Frage, sind eingestreute Dialoge Text, Blut? Er kann jetzt nicht Blut spenden gehen, er braucht jetzt all seine Kräfte und Säfte, der Snack-Profi. Er macht einen Rundumguck in die Luft, Orientierungsblick, Kubik, Sinestar, versteht nicht nix, aber nicht viel mehr als S-Bahnhof und sieht den Fernsehturm, also diesen überdimensionalen Golfball am Spieß. Entschuldigung, wie man hier zum Rathaus kommt, wissen Sie? Ein stehend um sich Blickender ist hier wohl rar. Der wird angesprochen und für wissend gehalten. Schön eigentlich, Löschwassereinspeisung. Er verneint höflich, no photos on the dance floor. Überall Cirque and Voy, E-Scooter in Pink und Orange und beständiges Gesumm von ein- und abfahrenden S- und anderen Bahnen. Müllkübel tragen Namen, der hier heißt Kippdiener, hängt an einem Laternenpfahl und ist ebenfalls orange. Die Straßenbahn hingegen gelbt und die S-Bahnen geben sich vergilbt und dreckrot. Eine Metallkugel zieht ihn magisch an, ein weiterer Müllkübel, namenlos, aber glänzend. Ist er ein Trash-Pilot, ein Junk-Poet, ein Ballfiktionär? Ist seine Schreibe zu kübeln oder zum Grübeln? I'm on the highway to Hellersdorf, behauptet die vorbeigleisende Straßenbahn. Ein Pfandflaschensammler begutachtet den Mülleimer und taxiert ihn, den davorstehenden und Fragezeichen in die Luft zeichnenden. Des Pfandflaschensammlermanns Blick sagt, mein Revierbürschchen, untersteh dich, weil wir dich lieben, sagt die nächste Straßenbahn, so wie wir in Berlin waren schon immer für Gleichberechtigung und zieht ihre Botschaft weiter in Richtung Falkenberg. Endlich bald bellt mal ein Hündchen, es kämpft gegen eine Fernsehübertragung an, ein Sport wird kommentiert, es wird wohl Fußball sein, ihn ziehen weder Hund noch Fußball an, die Weltzeituhr ist sein Tagesziel, Schreiben auf Zeit hat bei einer Uhr zu enden, Auftragsschreiben nach Vorgabe darf das auch, finden, was man liebt, dort, wo man lebt, rät die nächste Straßenbahn. Er lebt hier nicht, er lebt in Wien. Er hat hier aber schon genug gefunden, um es zu lieben. Die Straßenbahnen sind hier mehr als Transportmittel. Sie sind wandelnde Textträgermedien und Lebenswegwarten. Die Straßenbahnen sind Sentenzenbims. Floskeldroschken sind wahre Orakelspruchkutschen, sind Philosophie auf Rädern. Räder.
Rent-a-Bike-Bikes zittern über das Kopfsteinpflaster, Fahrrad-Stroboskop-Blitzlichter, Fahrrad-Licht-Stroboskop-Blitze, Fahrrad-Lampen-Stroboskop-Lichtblitze betreffen ihn nicht. Er ist kein Epileptiker, er ist eher Literatureklektiker, Auftragsschreiber, Entlohnpoet, Kohleköhle und Poesie stinkt genauso wenig wie Geld. Die Müllkugel stinkt auch erstaunlich nicht. Edelmüll am Alex. I love Berlin. Ein roter Rollkoffer rattert vorbei. BCC, Berliner Congress Center, 300 Meter. Die Blindenmarkierungen führen erstaunlich nah an den Gleisen entlang. Ein Rollstuhl gleitet geräuschlos an ihm vorbei. Burger für Mitte, bitte. Er folgt dem Abwassergitter und wird schon wieder angesprochen. Wissen Sie, wie man da reinkommt ins Uniklo? Alter Herr, graue Bartstoppeln, gewinnendes Lächeln, sicher volle Blase. In Wien wird er über Wochen nicht so oft angesprochen. Er verneint höflich und hält sich weiterhin an den Verlauf der Abwassergitter. Der führt ihn zur nächsten Müllmetallkugel und lässt seinen Blick dort auf eine Bodenmessage, ein Pflastergekritzel fallen. Not your mom, not your milk, steht vor dem Chibo und der Uhr. 14.44 Uhr, 40 Minuten für 155 Schritte von U8 Alexanderplatz Bahnsteig bis zur Weltzeituhr am Alexanderplatz. Die Uhr kennt man von Bildern. Oben dreht sich das Universum erstaunlich schnell, drunter eine Torte mit Zeitzonenschnitten. Er schaut auf Guatemala Stadt und Managua Galapagos und denkt an Eidechsen, an Dinosaurier und an Kaffee, obwohl es Chibo nicht schafft, olfaktorisch in der Luft zu liegen. Die Weltzeituhr feiert gerade 50 Jahre Jubiläum und vor 30 Jahren trafen sich dort tausende Oppositionelle, um sich mit den Worten »Wir sind das Volk« zum Palast der Republik aufzumachen, der auch schon wieder über 10 Jahre nicht mehr steht, aber in dem damals gerade der 40. Jahrestag der DDR gefeiert wurde. Erbaut haben diese Uhr, die längst ein Denkmal ist und schnell zum Symbol für die Begrenztheit der DDR wurde, freiwillige sogenannte Feierabendbrigaden. Die Weltzeituhr hält sich an die Winterzeit, ist also im Moment eine Stunde voraus, aber das ändert sich ja bald. Er begibt sich zur Urania Weltzeituhr, die zeigt, wo die Zeit herkommt und wie die Zeit vergeht, die seit 50 Jahren am Alexanderplatz steht und dessen Alleinstellungsmerkmal ist. Shoppingcenter haben alle eine Weltuhr, nur der Alex, und erfunden hat sie der Erich. Nicht der Politiker Erich, der Erfinder, Professor Erich John, der auch das Udine 2 Radio designt hat, sowie Staubsauger, Rasierapparate, Mikroskope und Erika. Erika, die Schreibmaschine. Und als Schreibmaschine fühlt er sich auch gerade und Zeit nimmt er sich auch gerade und Zeit kommt aus dem All und all seine Zeit ist gerade Schreibzeit und all seine Aufmerksamkeit fließt gerade von den Beobachtungen über den Kugelschreiber in der Hand aufs Papier ab und wäre einst wohl mit einer Erika weiter übertragen worden, wird von ihm aber wohl im Zug auf der Rückfahrt in sein Netbook getippt werden, wenn er seine Handschrift noch entbuchstaben kann, morgen. Morgen wird dann auch die Uhr umgestellt, die Sommerzeit auf Winterschlaf geschickt. Und wann wird das Umstellen nochmal endgültig abgestellt? Und wird es dann Lokale geben, die an der Sommerzeit festhalten? Und wird es dann Lokale geben, die an der Sommerzeit und an der Raucherzeit festhalten? Und wird man sich in diesen Raucherzeitzonen eine Stunde vor- oder zurückrauchen können? Und ist die Rauchzeitkrümmung, wenn schon kein Natur, dann wenigstens ein Gesellschaftsgesetz, ob dein Freund und Helfer das weiß? Gegenüber der Weltzeituhr befindet sich jedenfalls die Polizeiwache am Alexanderplatz. Er wacht auch. Er schreibt und wacht und es wird ihm ausgewichen und vorerst scheint es ihm ohnehin angebrachter, sich auf Fragen zu konzentrieren. Im Schatten der Weltzeituhr-Torte lungert einer mit Camouflagejacke, Slicken, Sneakers und gepflegter Jeans. Der Weltzeituhrsprecher? Weißweinschraubflasche und Kaffeeheferl vor sich. Er schaut versonnen in die Alexanderplatzweite. Sein Gesicht ziert ein zufriedenes Lächeln, Tabakzeug und Rauschutensilien griffbereit. Seine Lungenzone reicht von Omsk, Almaty, Taschkent bis Irkutsk, Ulaanbaatar. Er erklärt sich.
Es muss immer einer von der deutschen Marine da sein. Sodann switcht der Lungerer mit gebügeltem weißen Hemd ins Russische. Matruschka, Roboti, Kwask, Roboti, Paschalsta, hu, hu, hu. Und rundet ab mit, so ist es halt in Deutschland. Um erneut anzuheben und zu rekapitulieren, wir bemühen uns eben, eine Welt in dieser Stadt zu schaffen, die selbstbeherrscht wirkt, aber Macht im Boot. Dann wieder Paschalsta, Roboti, Nastrovi, Prestroika, hu, hu, hu. Im Nu gewinnt der Publikum. Hat er gar Fans? Wer bügelt seine Hemden? Ich habe einen guten Draht nach oben, beantwortet schon wieder die Straßenbahn alle Fragen. Dann endlich mal großstädtisches Sirenengeheul, durchsetzt von Topfgeklopfe. Er kann aber weder einen tatütatahenden Einsatzwagen noch orange Sektenmitglieder ausfindig machen. Da klopfen auch keine Hare Krishnas. Da werkt tatsächlich ein Kübel-, Topf- und Tonnentrummer. Er Bass donnenstampft und Topftriol treibend und verwandelt den Alexanderplatz in eine Rhythmusgroßküche. Er ertrommelt sich ein kleines Stück vom Alex, ein Alex-Schnittchen. Die offensichtlichen Herrscher des Platzes aber sind unumstritten nach wie vor die Straßenbahnen. Majestätisch schieben sie ihre Botschaften durch die Massen, die sie teilen. Sie schlucken Menschenmengen und spucken Menschenmengen aus. Ohne sie kein Leben am Alex. Denn die Architektur ist tot. Die Oldschool, nein, very Oldschool Architektur klotzt bloß. Die kann gar nichts außer alten Ostblock Anti-Charme hervorrufen. Doch diese Rufe sind längst verhallt. Auch die Markennamen an den Fassaden sind alt, überholt und mehr billig als exquisit. Von wegen C und A, schick und adrett. In den 1950er Jahren vielleicht, aber da eben mauerbedingt erst recht nicht. Alles anders Platz steht auf einem dieser Blockbauten, herzloser Wohnkasten, hingewumst mit ambitioniert sozialistischer Alles-Gleichmach-Attitüde. Ja, ja, Großwohneinheit, Gewohnheitsgroßwohneinheit, Karl-Liebknecht-Straßenkomplex, einschüchternder Karl-Liebknecht-Straßenkomplex, der dann, je länger betrachtet, zugegeben, doch etwas hat. Oh, späte Erkenntnis, da wie dort. Denn der freundliche Graustoppelmann von vorher hatte vielleicht gar keine volle Blase. Uniqlo schreibt sich Uniqlo mit QLO. Die Alexanderplatz-City-Toilette besuchen 2,5 Millionen Menschen jährlich. Das Uniqlo ist aber wohl der neue C und A. Und das Schreiben an sich zieht auch Augenpaare an. Schaut er etwa beim Schreiben so interessant, so intelligent aus? Was denken sich die Augenblickschenkenden? Da kann wer ein Büchlein mit links halten und mit rechts was reinschreiben. Schau, schau, der dümmste aller Männer kann das nicht sein. Der ist einen geschenkten Augenblick wert. Der schaut so fragend freundlich und so süß bedürftig. Der wäre wohl auch mehr wert. Rostbratwurst 1,80 Euro, weil wir dich lieben, wiederholt eine Straßenbahn. Ein E-Biker mit Soundsystem zischt vorbei, das Schlagergedudel ist nur als solches nicht aber näher auszumachen, besser so. E-Scootern kommt dem Schweben vermutlich schon sehr nah, Rollkoffer hingegen sind auf der untersten Stufe der Fortbewegung, sie sind Lasten und Lärmen und Bremsen ihre Zugmenschen, Rollatorenpilotinnen und Piloten sind offensichtlich selbstbestimmter, die schieben Nützliches vor sich her, Rollkofferzugmenschen ziehen Dreck, Wäsche hinter sich her. Und E-Scooter-Ranten haben eben etwas Erhabenes. Segwayistinnen und Segwayisten sind an sich ausgestorben, beziehungsweise Touristinnen und Touristen, die es nicht besser wissen. Dring, dring, jetzt muss die BIM tatsächlich mal klingelnd auf sich aufmerksam machen. Und was hat sie uns zu sagen? Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Die Straßenbahnen sind hier noch freundlicher als die Menschen. Lebensziel, einen Straßenbahnroman schreiben. Der Text steht auf den Garnituren, die Taktung bestimmt die Satzreihenfolge. Der Text wird täglich umgeschrieben, kostenfrei und unverbindlich. Marktpreiseinschätzung Ihrer Immobilie, aussteigen, einsteigen. Ja bitte, wir essen, was wir sehen, aussteigen, einsteigen. Make it yours, Alexa, am Alexanderplatz, bin begeistert. Wer wohl zuerst da war, Amazons oder Alex Alexa? Ich habe einen guten Draht nach oben, wiederholt die M4 nach Falkenberg und Theodor Fontane schrieb einst, vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner.
Da Galeria, dort Alexa, da Primark, dort Russenmützen und Gasmaskenverkaufsstände, da DDR-Nostalgieartikel, dort Silberschmuckkram. Manche Dinge ändern sich nicht, auch am Alles Anders Platz nicht. Manche muten komisch an. Ein Rollstuhlbettler strickt Wollschals und bietet sie zum Verkauf an. Der multilinguale Marinemann hat sich samt Rauschmittel verchüsst. Jetzt steht dort auf Höhe Edmund, Denver, ein Fahrradtaxi. Get your guide, und die Sonne grätscht schräg rein. Die Rostbratwürste werden von Männern mit Bauchladen angeboten. Es gibt auch ein Rollstuhl-Bauchladenmodell. Ein Schirm schützt die Rostbratwurst-Bauchladenhändler vor Wetterscharmützel. Kauen, kleben, gehen. Ein Kaugummikollektor bittet um ausgekautes Gummigut. Kaugummi auf Bilder drücken oder einwerfen. Lose, zweireihig gemauerte Betonbrocken mit Blümchenverzierung als Schutz vor Amok-LKWs dienen als nicht kommerzielle Sitzgelegenheit, sind aber arschkalt. Baustelleninselchen gut abgesichert mit Plastikzäunen und Blinklampen, Baustellenblinklampen, die zu seiner Studienzeit beliebte Heimweg-Mitnehmsel und Party-Mitbringsel waren. Diese Baustelleninselchen machen klar, wie groß der Platz ist und dass so ein abgesperrter Bereich gar nicht weiter stört. Was ihn stört, ist, dass es im Chibo nur WMF-Automaten und Filterkaffee, aber keine Espressomaschinen gibt. Wer soll so länger durchhalten als 90 Minuten? Share your Weltzeit-Uhr-Moments, fordert das Prospekt. Prospekt, Forderung und Berlin-Alexanderplatz, Schreibauftrag am Freitag, dem 25. Oktober um 15.30 Uhr vor Ort erfüllt. Notizbuch zugeschlagen, Absatz Kehrtwende in 69 Schritten wieder beim U-Bahn-Abgang. Kachelempfang! Sodann im U-Bahn-Darmgeflecht vorübergehend aufgehoben, dick dünn Darmkacheln vom Alexanderplatzbauch aufgenommen, Wohlfühlkacheln, wieder umweht von Gerüchen und Eindrücken, rundum all überall Vollverkachelung, aber Cut, Schnitt, Schlusszitat, vielleicht aus Der Himmel unter Berlin von Jaroslav Rudisch, nein, Schlussgedicht zum Beispiel von der großen Elke Erb. Die eine Kachel war knallgrün, das ließ sich nicht ändern. Sie war es, ist es, so ist es, wenn sie noch ist. Daran lässt sich nichts ändern. Eingesetzt sitzt sie fest, unzureichend gebilligt, wirkt unerträglich vorbei. Es bedarf einer Zutat, einer gewissen Dosis von Absehen, Vorbeisehen an ihr im Wissen, da sitzt sie. Dessen bedurfte es wohl, spürbarer Duldung sozusagen, bei aber nicht verminderter Aufmerksamkeit. Ein Knall ist ein Phänomen. Denke, Knall. Zitat Ende, Text Ende und Schluss, Kachel, Knall. Danke. Es gibt jetzt noch einen kürzeren Prosatext von mir und dann gibt es ein paar Texte, die wir auch gemeinsam performen, gemeinsam auch geschrieben haben. Unsere Aufgabe war es eben, sich mit Döblin Musil auseinanderzusetzen, in welcher Form auch immer. Wir haben ein paar Texte auch bekommen. Ein paar davon sind in dieser wunderbaren Robert Musil Gesamtausgabe zu finden, die es am Büchertisch zu kaufen gibt, gemeinsam mit unseren Büchern. Ja, super Werbung, nicht? Genau. Jetzt eben noch ein kurzer Text von mir. Wir freuen uns natürlich immer über Zwischenapplaus. Die Intervalle werden kürzer werden. Wenn Sie nach 1,5 Minuten dann mal nicht gleich klatschen, lesen wir weiter. Da klatschen Sie am Ende länger und lauter. Aber wir freuen uns immer. Das funktioniert. Auch für Moderationsapplaus. Gut, einmal darf noch ich, dann kommen wir gemeinsam. Was sind denn das für Sätze? Ich meine, es gibt übrigens in der Welt viele Dinge, die einzeln für den Menschen etwas ganz anderes bedeuten als beisammen. Zum Beispiel Wasser ist in zu großen Mengen ein genau um den Unterschied zwischen Trinken und Ertrinken geringeres Vergnügen als in kleinen. Und um Gifte, Vergnügungen, Muße, Klavierspiel, Ideale ist es ähnlich bestellt, ja wahrscheinlich um alles, sodass es ganz und gar von dem Grad seiner Dichtigkeit und anderen Umständen abhängt, was etwas ist, schreibt Musil
Und ich nicke vergnügt und Dublin, aber dann glitten seine Blicke im Ruck die Häuserfronten hoch, prüften die Häuserfronten, versicherten sich, dass sie stillstanden und sich nicht regten, trotzdem eigentlich so ein Haus viele Fenster hat und sich leicht von überbeugen kann. Und ich denke an Ludwig Meidners Zeichnungen. Das kann auf die Dächer übergehen, die Dächer mit sich ziehen, sie können schwanken, zu schwanken können sie anfangen, zu schaukeln beginnen, zu schütteln, rutschen können die Dächer wie Sand schräg herunter, wie ein Hut vom Kopf. Sind ja alle schräg aufgestellt, über den Dachstuhl, die ganze Reihe lang. Aber sie sind angenagelt, starke Balken darunter und dann die Dachpappe, teer. Fest steht die und treu die Wacht am Rhein. Guten Morgen, Herr Bieberkopf, wir gehen hier aufrecht, Brust heraus, Rücken steif, alter Junge, die Brunnenstraße lang. Was sind das für Sätze? Was sind denn das für Helden? Ich meine, hier Bieberkopf, dieser Bär von einem Mann, stark wie eine Kobraschlange, fast 2 Zentner schwer und dick wie ein Schwein, ein kräftiger Mann, ein eiserner Ringer mit gewaltigen Muskeln. Und doch, ja, und doch, und dort Ulrich, glatt rasiert, groß, durchgebildet und biegsam, muskulös, reich und gebildet und doch ohne Ziel, ohne Wissen, wohin, der nimmt sich Urlaub von seinem Leben, um eine angemessene Anwendung seiner Fähigkeiten zu suchen, fast wie akademisches Prekariat. Nur freiwillig, denke ich, nur mit Geld und ohne Existenzängste, denke ich, so etwas wie ein finanziell abgesicherter Versager, denke ich. Und doch, was sind das für Helden? Was sind denn das für Kapitelüberschriften? Ich meine, von der Halbklugheit und ihrer furchtbaren anderen Hälfte, von der Ähnlichkeit zweier Zeitalter, von dem liebenswerten Wesen Tante Janes und dem Unfug, den man neue Zeit nennt. Ich meine, Damenverschwörung. Unsere liebe Damen haben das Wort, das Herz Europas altert nicht. Ich meine, und ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne. Ich meine, der Großschriftsteller, Vorderansicht. Und doch, und heute, wenn man heute mehr als 500 Worte in einer Argumentation schreibt, dann gibt das eine schlechte Note. Das Argument ist dabei egal. Und wenn man heute nicht mindestens 7 Texte zitiert, dann auch. Die Sinnhaftigkeit ist dabei egal. Und wenn man heute sich an Theorie versucht und wenn man heute sich an Gegenwartsliteratur versucht, dann wird es halt schwierig mit einem Job. Schreiben Sie einen Aufsatz über Goethe, erklärt mir die Professorin im Ernst. Schreiben Sie über einen Großschriftsteller und dessen Vorderansicht, erklärt mir der Professor, weil hunderte Seiten von Seitenansicht und hunderte Seiten von Hinteransichten und Drauf- und Transichten gibt es ohnehin schon. Und eine ist gerade wie die andere, denke ich. Schreiben Sie einen über Schiller oder zumindest über einen anderen Autoren der Zeit, bloß nicht gendern, denke ich. Und überhaupt fährt sie fort, die, sage ich mal, erfinde ich mal einen Lebenslauf, erst mit Mitte 30 zur Literatur kam, vorher was ganz anderes machte, sagten wir Medizin oder Psychologie, bald 40 und ohne Habilitation, was soll man da noch sagen? Und um Himmels Willen, sagt mir der Professor, schreiben Sie doch nicht immer über die Dekonstruktion. Ich schreibe nicht über. Ich schreibe mit, denke ich. Schreiben Sie doch nicht immer über Gegenwartsliteratur. Schreiben Sie lieber über alles ein bisschen und gehen Sie ja niemals in die Tiefe. Da kann man sich nur verlieren. Da kann man sich nur verirren. Da ist gerade zu viel Wasser und man ertrinkt. Zu viel Ideal und man ertrinkt. Zu viel Enthusiasmus und man ertrinkt. Lesen Sie doch bei sich selber nach, sagt er oder sie nicht. Doch das heißt es. Und ich gehe hinaus und schreibe nicht über Goethe. Und ich gehe hinaus und schreibe über die und mit der Dekonstruktion, schreibe über Gegenwartsliteratur und Slam-Poetry und schreibe Gegenwartsliteratur und Slam-Poetry und schreibe extra noch ein bisschen gegenwärtiger, schreibe extra gegenwärter. Werter Herr Goethe, schreiben Sie mehr Barock, nicht so viel Sturm und Drang, sagt der Professor. Sturm und Drang ist zur Gegenwart. Damit machen Sie keine Karriere, damit machen Sie sich keine Freunde. Und äußern Sie sich doch nicht nur über diesen Schiller, da weiß man doch nicht, ob aus dem noch was wird. Schreiben Sie doch mal einen Text über eines jener Genies, wie die Erde leicht kein zweites hervorbringen mag. Schreiben Sie doch über einen Großschriftsteller und schreiben Sie über dessen Vorderansicht. Wo bin ich da denn wieder hingekommen? Ich meine, da soll ich doch Texte über und mit Döblin und Musil schreiben und schreibe doch an ihnen vorbei.
Schreibe Befindlichkeitsprosa, schreibe ohne erkennbares Ziel, schreibe assoziativ, impulsiv und ziemlich schief, so viel Raum für Reim muss sein. Schreibe so gar nicht wie Goethe und Schiller und auch nicht über sie und ohne Einleitung und ohne Hauptteil und Schluss. Hallo Peter. Hallo Markus, wie geht's? Ganz gut eigentlich, wenn ich mich nicht immer so ärgern tät. Ärgern? Ja, ich meine über die Politik, über das Prekariat, über das Publikum. Das Publikum? Ich gestehe, ich leide unter Alliterationszwang. Verstehe. Nein, gestehe. Ja, verstehe, gestehe. Ja, ich gestehe, ich leide auch unter Wortwitzwahn. Verstehe. Nein, gestehe. Ja, verstehe. Weißt du, Markus, du solltest etwas mehr über den Dingen stehen. Nun, ich weiß nicht, heißt es nicht, wer über den Dingen steht, sieht weit, aber nicht genau. Du bist skeptisch? Genau, denn in Wirklichkeit gibt es ja nicht nur die fantastische Genauigkeit, die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt, sondern auch eine pedantische. Und diese beiden unterscheiden sich dadurch, dass die fantastische an die Tatsachen sich hält und die pedantische an Fantasiegebilde. Welch unerwartete Textwendung. Musil gelesen? Genau, woher? Ich das weiß, poetisches Wiesel einerseits, weil ich den Text geschrieben habe andererseits. Du? Ja, du. Ich? Ja, ich. Wir? Was heißt da wir? Wir wühlen doch gerne in Büchern nach guten Sätzen und Absätzen und Gedanken und Ideen und Erkenntnissen und geben diese dann als unsere aus. Wir bedienen uns doch gerne an dem Wortangebot anderer, zerpflückern die Metaphernsträuße. Metaphernsträuße, wirklich? Metaphernsträuße anderer suchen uns einzelne Stilblüten und Satzdiamanten und... Das wird mir zu lyrisch. Genau da redet der Richtige. Apropos genau, es gibt in Bezug auf Genauigkeit, also in Wirklichkeit, zwei Geistesverfassungen, die einander nicht nur bekämpfen, sondern die gewöhnlich, was schlimmer ist, nebeneinander bestehen, ohne ein Wort zu wechseln, außer dass sie sich gegenseitig versichern, sie seien beide wünschenswert, jede auf ihrem Platz. Du bist wünschenswert, du bist mir wichtig. Die eine begnügt sich damit, genau zu sein und hält sich an die Tatsachen. Die andere begnügt sich nicht damit, sondern schaut immer auf das Ganze und leitet ihre Erkenntnisse von sogenannten ewigen und großen Wahrheiten her. Komm du mir nicht mit Wahrheiten. Die Wahrheit ist, dass ich mit diesem Begriff nichts anfangen kann. Das war immer schon so, nicht nur heute. Wahrheit und Wahrheit? Echt jetzt? Komm du mir nicht mit echt jetzt, komm du mir nicht mit Wirklichkeit. Das ist doch nichts als Schmus, härmlicher, nicht harmloser Schmus. Schmus, der Konsequenzen oft in Form von Konferenzen nach sich zieht. Was ist Wirklichkeitsdiskussionen sind so nervig wie Reime in Lyrik, wie Prosa, so heftig wie ein Medium Rare, ein Kilogramm Steak, so zerstörerisch wie rechtspopulistische EU-Auftrittsfanatikerinnen. Sie entzweien ganze Denkschulen, Legionen von Wirklichkeitskennerinnen prügeln inneruniversitär, prügeln innerkoalitionär, prügeln innerfamiliär, verbal auf sich ein, dass einem die Tränen kommen könnten. Winseln ist kostenlos. Winseln kann eine kranke Maus auch. Stöhnen kann ein krankes Kamel auch. Döblin gelesen? Genau, woher? Ich das weiß, poetisches Wiesel einerseits, weil ich den Text geschrieben habe andererseits. Du? Ja, du. Ich? Wer ist schon ich? Ich ist auch immer nur ein anderer. Rimbaud gelesen? Nein, Internet. Der nächste Text hat wieder einen Titel. Heißt Feinripp-Musil-Schmus. Wurde zu Zeiten Musils bereits Müsli gegessen? Ich weiß nicht, ob ich dir versichern kann, das Wortspiel geistvoll zu finden. Ist Musil beim Handelnstemmen gestorben? War er im sportlichen Ausdruck der äußersten Anstrengung als Laokoon? Ist Sport schuld daran, dass der Mann ohne Eigenschaften ein Fragment blieb? Möglich, und solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven. Was verbindet die Träumerei und die Einbildung? Die Wirklichkeitssinnlosigkeit. Und warum ist der Konjunktiv so österreichisch? Weil wir alle Möglichkeiten Menschen sind. Und wäre das nicht Stoff genug für eine erschöpfende essayistische Erörterung? Und wo steckt eigentlich der Unterschied zwischen Essay und Erörterung? Die Überschätzung der Frage, wo man sich befinde, stammt aus der Hordenzeit, wo man sich die Futterplätze merken musste. Meinetwegen, dann halt, was ist der Unterschied zwischen Essay und Erörterung?
Nach den amerikanischen Statistiken ist der Essay mehr Essig, die Erörterung mehr Öl. Ist das eine statistische, eine wissenschaftliche oder eine poetische Behauptung? Vielleicht am ehesten eine gastrosophisch-kulinarisch gewagte. Ist Kulinarik das Gegenteil von Wissenschaft? Ja, liest du denn keine Zeitungen? Ich las bis gestern täglich alles. Und warum ist das heute nicht mehr so? Ich glaube, soweit ich nach mir urteilen darf, man fühlt sich zu gescheit. Das hat täglich auch noch niemanden etwas genutzt. Ist nun also die Kulinarik das Gegenteil von Wissenschaft? Das kann man so nicht sagen. Heute ist zum Beispiel die Post besser und schneller, aber früher, solange die Post noch langsam war, hat man bessere Briefe geschrieben. Bist du Kryptonetiker oder war das ein Gleichnis? Wo es um erhabene Aufgaben geht, hat man ja nie das Gefühl, so reden zu dürfen, wie man wirklich ist. Ich verstehe. Und will man ein Schnitzel essen, so fällt einem ein, dass es Leute gibt, die keins haben. Denn in jedem Menschen ist ein Hunger und verhält sich wie ein reißendes Tier. Ist Fachwissen das Gegenteil von Poesie? Das ist eine Frage, die sich als Essay zu erörtern sich lohnte. Ist Essay eine sich lohnende Textgattung? Das ist eine Frage, die als Essay zu erörtern sich unentgeltlich anböte. Ist ein Essay das Gegenteil eines Bestsellers? Wenn Essig das Gegenteil von Öl und Salat das Thema ist. Ist Salbei ein Salatar dabei und die Marinade der reinste Schmus? Besser Schmus als Fake News. Besser Schmus als Quatsch, weil der Schmus kommt vom Schmusen und der Quatsch kommt vom Quatschen. Besser gut gepfeffert als ordentlich versalzen. Salz finde ich als Metapher längst unhaltbar. Salz wurde über Jahrhunderte hinweg viel zu viel zugemutet. Salztraumata hallen aller Orten nach. Denn wenn Kultur auch sozusagen das Salz in der Speise des Lebens sei, so liebe feine Gesellschaft doch nicht eine allzu gesalzene Küche. Dieser Aussagenhase liegt auch schon längst im Pfeffer. Ist es besser, im Pfeffer zu liegen als in trockenen Tüchern? Das ist eine Frage, die als Essay zu erörtern niemanden interessierte. Auch nicht, wenn man etwas Eros einbände. Eros mit Pfeffer oder Eros in trockenen Tüchern? Egal, denn der Schmus entsteht als selbstständiger Schöpfungsakt aus dem Nichts. Schmus also quasi als ganzheitliches Lebenskonzept, als neue Existenzgrundlage? Ich stehe nicht an zu behaupten, dass eine wirklich gewaltige Lebensanschauung nicht erst auf den Verstand warten darf. Im Gegenteil, eine wirkliche Lebensanschauung muss geradezu gegen den Verstand gerichtet sein, sonst kommt sie nicht in die Lage, dass sie ihn sich unterwerfen kann. Der wahre Verstand ist also der Genichtete? Vereinfacht gesagt, nicht ganz, aber quasi. Und wo ist der zu finden? Im Tier und in der Pflanze. Willst du mich pflanzen? Nein, vielleicht wäre das Tierische und das Pflanzenhafte als Grundgegensätze der Gelüste verstanden sogar der tiefste Fund für einen Philosophen. Also Schwein und Butterblume, respektive die Schlachtung des Schweins und die Ermordung der Butterblume? Will heißen Schnitzel und Schnitterblume. Es gibt demzufolge zwei Arten des leidenschaftlichen Seins, das Schnitzel und die Schnitterblume. So wie es auch zwei Arten Menschen gibt, die da wären. Essig und Öl? Bildlich gesprochen, ja, konkret gesagt resch und smooth, also leidenschaftlich und schüchtern versonnen undeutlich. Passion und Vision? Eher Passion und Kontemplation. Aktionismus und Nihilismus, Essayismus und Erkenntnis. Und wo steckt die Erkenntnis? Im Glauben an den Schmus, denn der mit den höchsten Wahlkampfausgaben verzapft. Ja, jetzt bin ich wieder dort, wo ich gewesen bin, dass die Leute keinen komplizierten Intellekt brauchen können, sondern dass sie glauben und überzeugt sein möchten. Sie wollen dem Sondierungsschmus und kurz glauben. Ja, und leider Amen. Gemeinsamer Nachsatz. Denn dauernd vermögen bloß Narren, Geistesgestörte und Menschen mit fixen Ideen im Feuer der Beseeltheit auszuharren. Lyrische Miniaturen. 1. Die schädelgelben, geglätteten Dünen, wie Felsenkränze aufgesetzt und zwischen ihnen und dem Himmel wie leere Schöpfung unvollendet, lese Döblin und Musil. 2. Ihre Bewegungen waren bald Knie, bald zarter Finger, bald Widerspenstigkeit einer Locke, schreibt Musil und ich. Was kann man da noch ergänzen? Ich meine, ihre Bewegungen waren bald Knie, bald zarter Finger, bald Widerspenstigkeit einer Locke. 3. Es regnet in Strömen,
alles grau wie umgossen, als ein Gedanke, ein Bild, Wintergarten der Eltern, das Surren der Lampen, das Leuchten der Rosen im Nebel November, das Leuchten des Daches des Holzvogelhäuschens. 4. Dieses Knabenlaster schreiben, diese nervöse Intensität, diese Rücksichtslosigkeit, bewundernswert, ich meine diese Sätze, diese Überschriften, diese Nicht-Figuren, ich meine, ich lese Döblin und Musil. Aus Herbstsommer, das ist eines dieser Korrespondenzpoesie-Bändchen. Wir schreiben dann wirklich immer dort, wo wir sind und verarbeiten das, was wir gerade erleben. Und vom 18. bis 20. Oktober 2018 gab es eine Konferenz im Musilhaus zu Winkler, zu Josef Winkler, und da war ich dabei. Und ich musste sozusagen oder durfte Texte schreiben, auch sozusagen während der Tagung. Ich habe aber natürlich total aufgepasst. Und 3 dieser Texte, dieser 3 Tage, möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Klagenfurt, 18. Oktober. Vielleicht, sagt Uwe Wirth, sind wir alle Hypertexte. Eine Ansammlung von Leseerfahrungen, von Notiz- und Tagebucheinträgen, von besseren und schlechteren Aufsätzen, und ich nicke, bin Mayröcker und Jelinek und momenthaft ganz viel Winkler, bin Derrida und Barth und momentan viel Theorie der Versammlung, bin am liebsten Klar und Köhle, Korrespondenzpoesie-Schreiber und Leser. 19. Oktober, Klagenfurt. Cola und Schinken-Käse-Toast und schulschwänzende Schülerinnen im Fernsehen, stumm Tooltime, im Radio laut Popmist, der Kuchen in der Vitrine, grau wie die Gesichter, gönne mir eine Winklerpause im Musil-Café, lasse mich einräuchern im Musil-Café und schreibe Gedichte im Musil-Café. Das Musil-Café ist jetzt rauchfrei, nehme ich an, seit 1. November. Vielleicht hat man noch ein bisschen den Geruch, wenn man morgen hingeht. Wien, 20. Oktober, das war schon die Nachschau. Ich zitiere mich durch die Postmoderne, ich breche eine Lanze für die Theorie, ich verfange mich in Authentizitätsdebatten, ich zerdiskutiere das kreuzförmige Dorf, ich bohre mir den Kirchturm der Autobiografistik ins Herz, ich erhänge mich an dem leitmotivischen Kalbsstrick, ich stürze mich in die zum Ganges anschwellende Trau, ich dekonstruiere den Glauben an Gott Autor, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ich bin ganz Symposium, ich bin Sympositant und manchmal Onkel. Und eigentlich wollte ich das letzte Gedicht, das ist mir gestern sozusagen eingefallen, die Bilder hängen nicht mehr, aber es gab eine Ausstellung zu Fabian Hafner und dieses Gedicht, glaube ich, passt an diese Stelle. Ich habe sozusagen in meinem Gedichtband die Worte, sagst du, das ist in 3 Teile unterteilt und ein Teil bezieht sich noch massiver als die anderen sozusagen auf Vorbilder. Fabian Hafner und Christine Nöstlinger. Das geht mir nach und nach, sagst du, und ich glaube dir aufs Wort und oder glaube dir die Worte. Der Tod, zitierst du Nöstlinger, sei die größte Frechheit, die man einem Menschen zumuten könne, und schlägst die Augenlider nieder, sinnloser Reim. Ich bin, fährst du fort, Ölkanister schwer vor Trauer und wäre doch lieber wuchtelweich vor Freude oder Luftballon leicht vor Lieben. Glück ist was für Augenblicke, antworte ich, und du, die wie ich selbst bist, nur unendlich ichiger, nickst und lächelst liebreich und schnuckrig und herzanwärmend. Musil-Haushalt. Als Robert Musil die Fenster putzte, fiel ihm ein, dass auch die Wäsche noch von gestern in den Trögen schwamm. Und er schmiss den Fetzen in die Ecke, pst, kein Lärm mit dem Zuber. Am Lieblingsrock fehlt ein Knopf für den Ausgang täglich abends, dass die braven Leutchen wissen, wie viel es geschlagen hat. Sind die Kasnudeln schon gekrändelt? Heute Zwetschgen oder Birnenkompott? Unklar bleibt, woher die Mäuse kommen. Und er schwang voll Zorn den Besen, dass die Sägespäne stoben. Währenddes die gute Martha
sich im stillen Stübchen schreibend, mit Beiträgen für die Zeitschriften Pan, die Aktion, die weißen Blätter, die neue Rundschau und Loser Vogel rumschlug und gemächlich Möglichkeitssinn und Wirklichkeitssinn in des Menschen Leben abwog. So viel zu Martha Musil. Jetzt noch ein Gedicht, das heißt Musil, Schwarm oder Zahlen sind auch nur Wörter, ein Biografiegedicht. 94 bis 97, die Verwirrungen in der Militäroberrealschule in Mährisch-Weißkirchen wecken Artillerieinteressen. 97, die Technische Militärakademie in Wien und das Maschinenbaustudium wecken weiter. 01 Staatsprüfung zum Ingenieurcheck, 01 bis 02 Militärjahr doch bei der Infanteriecheck, 03 doch eher Studium, nicht Militär, 06 Konstruktion eines Variationskreisels zur Untersuchung der Farbwahrnehmung, 08 deutsche Ingenieurskunst, das MG08, vormals Gerät 08 oder auch Spandau MG wird geboren, 08 Promotion in Philosophie, Physik und Mathematik, mit der Dissertation Beiträge zur Beurteilung der Lehren Machs. Ab 14 Offizier, 15 das MG08 erhält ein Upgrade und wird als MG0815 zum Erfolg. Leicht ungeladen 19,5 Kilogramm, wassergekühlt, Dauerfeuer 500 Schuss pro Minute, Rückstoßlader, Munitionsgurt aus Hanf. 17 Papa wird geadelt, Adel ist erblich, juhui, Robert Endler von Musil. 21 die Schwärmer, ab 21 der Mann ohne Eigenschaften. Was war, was ist, was bleibt? Der Mann ohne Eigenschaften? 0815 als abgeschmackte Redewendung und die Schwärmer als Textimpuls für Folgendes. Schwärme. Lebe, liebe, leide, lache, weine, schreibe, was auch immer, aber schwärme für was? Zeig Begeisterung. Zeig Haltung, zeig auf und mach, 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 mach ernst, mach Physik, mach Sinnesphysiologie, mach Wissenschaftstheorie, mach was du willst, aber wolle was. Was? Wolle. Ja, wolle, ungewöhnliche Form von Befehl, aber wolle wärmt. Wolle was und lass dir nicht zu viel einreden, zweireden, dreinreden. In Dreinredereien werden nämlich große Lügenschiffe gebaut. Dreinredereien lassen den ärgsten Schwachsinn vom Stapel. Dreinredereien sind reich, reich an manipulativer Kraft. Dreinreder sind Zwiespalter. Sei kein Zwiespalter, sei eher Freudenfalter denn Zwiespalter. Sei, wisse, wolle, mach, tu, trolle. Ja, troll auch mal, wenn dir danach ist. Man kann auch fürs Trollen schwärmen, Schwärme, Schwärme wie Bienen, Wespen, Hummeln. Apropos, welche Biene fliegt nicht, aber vögelt? Die Konkubine. Welche Wespen zittern und sind grün? Die Wespenlaubfrösche. Ich weiß nicht, ob ich dir versichern kann, dieses Wortspiel geistvoll zu finden. Und Hummeln? Schwärmen Hummeln überhaupt? Egal, Schwärme, 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 denn in Schwarm steckt warm und in Schwärme steckt Wärme und in Wollen die Wolle, die eben auch wärmt, wie wir bereits wissen. Lebe, liebe, leide, lache, weine, schreibe über das, was dir im Kopf rumspukt, über das, was dir den Atem stocken lässt, über das, was dir das Herz 2 bis 3 Stockwerke tiefer plumpen lässt, über das, was dich bewegt. Bewegung ist gesund. Psychohygiene auch, also raus damit, damn it. Ja, fluch ruhig mal rum, fluch ruhig mal laut rum, lass das Schwein pfeifen, die Made im Speck wühlen und das Frettchen steppen. Hör nicht auf die Dreinräder deppen, hör auf dich zu ärgern. Hör auf deinen inneren Schweinehund und fütter ihn, zähm ihn, mach ihn zu deinem besten Freund. Und erst wenn der letzte innere Schweinehund besiegt, wirst du feststellen, dass innere Schweinehunde besser sind als gar keine Haustiere.
Insistier. Ja, mit insistieren kann man auch gut leben. Das Insistier ist ein guter Freund, der Ärger frühzeitig unterbindet. Das Insistier gehört zur Familie der Wechsel. Die Wechsel sind auch gute Tiere, sofern sie nicht gezogen werden. Wechsel, was dir nicht behagt. Drechsel, wenn du zufällig eine Drehbank im Hobbykeller rumstehen hast und handwerklich nicht ganz unbegabt bist. Aber mach, 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 mach ernst, mach Spaß. Mach rum, werke, wirke, wolle, liebe, lache, tolle rum, ja, toll rum. Und hör auf dich und auf, wenn's am schönsten ist. Markus und ich sind nämlich auch ein Slam-Team. Genau, und da bedarf es einer kurzen Erklärung. Slam-Teams geben sich mitunter komisch anmutenden Namen. Und wir sind eingestiegen in dieses Business, weil zwei Vorbilder von uns, Jasmin Hafet und Mitzi Medusa, unter dem Namen MILF, Mothers You'd Like to Flow With, die Bühnen erobert haben. Und wir haben als Gegenstück FULS erfunden. Erstens, weil es ein Wort ist, das es nicht gibt. Zweitens, weil es ein Akronym ist, das vieles bedeuten kann. Unter anderem Fathers You'd Like to Snow With. Wir sind also die Schneemänner auf Slam-Bühnen und dementsprechend kalt treten wir auch auf, aber der Rest erklärt sich. Und der Text ist eben tatsächlich aufgrund dieses Symposiums entstanden. Wir haben ihn aber alle auch schon auf Bühnen probiert. Und normalerweise stehen wir, heute geben wir die richtig alten Männer und bleiben sitzen. Wir sind Fools. Fathers you'd like to snow with. Wir sind die Schneemänner. Wir sind kalte Männer. Zwei Kugelbäuche und ein kleiner Kopf. Wir haben kein Herz. Wir haben eine Karotte. Der Rest ist Kohle und Köhle und klar und kalt wie Schnee. Ja, wir sind kalt und alt und herzlos und weiß. Wir sind also alte, weiße Männer und wir mansplainen uns jetzt mal. Wir klären uns, wir klären euch über uns auf, ohne uns zu verklären. Wir sind nämlich Männer, die kein Problem damit haben, ehrlich zu sein. Männer, die kein Problem damit haben, Gefühle zu zeigen und auszudrücken. Wir drücken einander gern. Wir drücken nicht, wo es weh tut. Wir drücken so, dass es gut tut, weil... Männer nehmen in den Arm. Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Wir weinen nicht heimlich. Wir sind vor Publikum zum Weinen peinlich. Und wir schämen uns nicht, Grönemeyer zu zitieren. Zitieren aber lieber Jelinek. Ich mag Männer nicht, bin aber sexuell auf sie angewiesen. Nein, das nicht eher. Die Definitionsmacht, was die Frau ist und was aus ihr wird, hat der Mann. Oder Helen Cixu, die weiß. Die Macht liegt immer noch bei den Phallokraten. Ich bin kein Machtgiermann. Ich bin nicht der Mann ohne Eigenschaften. Wir sind Männer ohne Eigenschaften. Wir sind Männer ohne Eigenschaften zum Schämen. Wir sind Männer, die Tee für dich kochen, wenn du krank bist. Wir sind Männer, die auch Tee für dich kochen, wenn du gesund bist. Wir sind Männer, die sogar Tee für dich kochen, wenn du gar nicht da bist. Die für dich Tee kochen und auf dich warten. Warten, bis es weh tut. Wir sind gut im Wehtun. Veto! Wir sind gut im Verletzlichsein. Weil wir keine Männer sind, die keinen Schmerz kennen. Wir kennen jeden Schmerz. Wir kennen den Milch aus Bier aus Klopapier zu Rauschmerz. Wir kennen Hämorrhoiden, Rasurbrand und Nasenhaarausreißschmerz. Wir kennen den KC-Fan sein und Villach wird Meisterschmerz. Wir kennen den KC, ist aber auch schon seit Jahren nicht mehr Meister geworden, Schmerz. Wir kennen den, wir haben das Bett frisch für dich bezogen und du hast es gar nicht bemerkt, Schmerz. Wir kennen den, beim Teewasser für dich kochen, am Wasserdampf verbrüht, Schmerz. Da habe ich die alte Version ausgedruckt, Schmerz. Wir kennen den, du hast wieder einmal einen ohne mich Abendtermin und wir sitzen alleine auf der Couch und spielen GTA auf der Playstation, Schmerz. Und GTA spielen ist keine Metapher für Selbstbefriedigung. Aber wir überspielen die Schmerzen mit Scherzen wie diesen. Findest du das nicht GJ Wischer fantastisch? Findest du das nicht Supercalifragilisticexpialidocious? Findest du das nicht Koala Bär süß? Ja, wir sind genügsam wie Koalas. Koalas sind nicht mal Bären, das sind Beutelsäuger. Wir sind keine Beutelsäuger. Wir sind keine Stammtisch-Schwanzgeduschel-Männer. Wir sind Buschel-Kuschel-Flauschi-Flauschi-Schmuse-Schmiege-Männer. Aber wir können schon auch mal hart sein. Hart wie Grissini. Hart wie verkochte Griesnocker. Hart wie Simmering gegen Kapfenberg. Hart wie die Pubertät. Ja, wir sind Männer, so hart wie die Pubertät.
Und sind wir in der Pubertät? Sind wir die Oberhärte? In der Pubertät sind wir lernresistent. Wie unterscheidet sich das von alten weißen Männern? Nein, in der Pubertät sind wir laut und haben immer, immer, immer Recht. Wie unterscheidet sich das von alten weißen Männern? Und wenn wir nicht Recht haben, dann sind wir dagegen, 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 laut dagegen, gegen was, egal gegen was. Wie unterscheidet sich das von alten weißen Männern? Als Pubertierende sind wir auch gegen den Slam. Weil dann nur junge, erfolgreiche Menschen und alte, erbärmliche Männer auftreten. So erbärmlich und gebrechlich, dass sie vor lauter Sehschwäche und präseniler Breikonditionierung Erdbeermilch statt erbärmlich lesen. Ja, in der Pubertät sind wir kurz mal gegen das Patriarchat, aber unbewusst. Werden dann aber gleich wieder ein wertvolles Mitglied desselben. Gehen in ihm auf. Vom Trottel zum Chef. Das ist unsere Laufbahn. Wir sind die Schneemänner. Männer aus Schnee. Männer mehr Schnee als Schnee. Aber alles, was ein Mann schöner ist als ein Aff, schreibt Thorberg, ist Luxus. Ja, wir leisten uns den Luxus des Lesens. Ja, wir leisten uns auch den Luxus des Schreibens. Ja, wir leisten uns auch den Luxus von Hautcreme. Wären wir Ende der 90er Jahre, wir wären metrosexuell. Sind wir aber nicht. Sind kalte Männer. Alte, kalte Männer. Bewegungslos zusammengekugelte weiße Männer. Die Hosen gar nicht erst runterlassen brauchen. Weil sie keine Beine haben. Die gar nicht lügen können. Weil sie keine Beine haben. Die nicht ins Finale kommen. Weil sie keine Fans haben. Die mehr Haufen sind, als dass sie Figur haben. Die aber einen Haufen anderer Qualitäten haben. Nur fällt mir gerade keine ein. Wir sind Männer, die einen IQ von 170 haben. Miteinander. Ist das viel? Ich weiß es nicht. Die einen super hohen EQ haben. Was ist da viel? Ich weiß es nicht. Aber deshalb musst du jetzt doch nicht gleich zu weinen anfangen. Will ich aber, und ich will auch, dass du weißt, dass du das gerade ganz, ganz, ganz toll machst, wie du so auf der Bühne stehst und einfach nur du selber bist. Ja, wir sind alle wertvoll und speziell, aber ich bin nicht der Mann für alle Schwiegermütter. Ich bin nicht der Mann ohne Eigenschaften. Wir sind Männer ohne Eigenschaften zum Schämen. Wir wollen doch nur spielen. Man kann aber auch Krieg spielen. Wie unterscheidet sich das von alten weißen Männern? Aber besser gespielter Krieg als ausgelebter. Wir sind Männer, die sich auf der Bühne ausleben. Die lieber abheben statt ableben. Die lieber auf den Putz hauen als in Gesichter. Die Like-Klicks statt Dickpics verbreiten. Die lieber Kräutertee für dich kochen. Als auf tradierte Rollenbilder pochen. Die lieber Dichter sind. Als andere. Weil sie es einfach vertragen. Weil sie sich einfach vertragen. Weil sie auch danach noch nichts vorhaben. Weil sie euch einfach was vortragen. Euch aber nichts anhaben. Nur unterhalten und zum Nachdenken anregen wollen. Ich bin kein Mann ohne Fehler. Ich bin kein Mann ohne Eigenschaften. Wir sind Männer ohne Eigenschaften zum Schämen und hoffentlich zum Beispiel nehmen. Der Text trägt den Titel Eine winterliche Reise zu den Einflüssen der 60er und 70er Jahre. Das sind immer noch die Schneemänner. Aber jetzt nicht mehr die Fathers you'd like to snow with. Sondern die Fathers you'd like to show with. Wir zeigen es euch nämlich. Wir zeigen auf, wir zeigen vor, wir zeigen um, wir zeigen zu, wir zeigen für, wir zeigen, wir gehen auf den Zeiger. Wir gehen auf die Zeiger Nordwand. Mit euch. Wir stürzen für euch ab in die ewigen Wortgründe. Wir schlagen für euch auf. Und auf euch ein. Weil ihr euch hier so schön versammelt habt. Ihr Freiwilligen. Ihr Texthungrigen. Ihr Unterhaltungsdürstenden und Konferenzkaspern. Ihr Herbsttrauer. Weiden. Ihr Döblin-Dodeln, ihr Provinzbewohner, ihr Weitangereisten, ihr prekär beschäftigt und universal ausgebeuteten, ihr Musilmemen, ihr Vortragsvorleserinnen, ihr Wichtelspieler, Gedichtlaufsager und Poetry-Slammer, ihr Binnenreimerinnen, ihr Kreuzreimversehrte, ihr Stabreimstotterer und Kurzprosakotzer, ihr Zuhörerinnen, ihr Mitklatscher, ihr Zugaberuferinnen und Spendensackerl-Boykotteure. Ihr Proaktiven. Ihr Social-Media-Sklaven. Ihr Facebook-Brüder und Schwestern. Und Twitter-Vögel. Ihr Apple-Apologeten. Ihr Neonhörigen und Weißnaseweisen. Ihr Spotify-User und Serienschauerinnen. Ihr Konsum-Übermoralisierten. Ihr Politik-Untermoralisierten. Ihr Nudelköche und Zahnstellungskorrigierten. Ihr Zusatzversicherten. Ihr Erbschaftsaspiranten. Ihr Bachelor auf gar nichts und Lebenspraktikanten. Ihr vom plötzlichen Reim überraschten Brotselberbäckerinnen. Ihr Biokistel-Abonnentinnen. Ihr ganzheitlich verwirrten und Wochenendlandhausbesitzerinnen. Ihr Herde Schafe. Ihr guten
Hirten, ihr Toleranzesel und Ganzlässerinnen, ihr Lebensmittelunverträglichen, ihr Sojamilchtrinkerinnen und auch Sojawürste, ihr Fairtrade-verdrottelten Histamin-Hippies und in allem Glutenvermuter, ihr Vegan-Würstelstandler, ihr Schmäh- und Tofu-Tandlerinnen, ihr Nachhaltigkeitsneurotikerinnen und Cupcake-Kacker, ihr Filterkaffee-Afficionados, ihr Pseudopolyglotten, ihr global Interessierten und generell Mitleidserregten, ihr Literaturbegeisterten, ihr BSU-Wischwascheln, ihr 4 Euro Bier und 24 Euro Eintrittskarten Sozialisierten, ihr Beschreibungsimpotenz- und Publikumsbeschimpfungsgewohnten. Dring, 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 huch, Telefon, Handke ruft an. O wunschloses Unglück. Und was sagt er? Er hätte den Scheiß schon vor 50 Jahren gemacht. Wir sollen uns etwas Eigenes einfallen lassen. Sonst wird es nie etwas mit einem Nobelpreis. Etwas Eigenes? Ja, etwas Eigenes. Etwas Eigenes ist doch auch nur etwas von anderen Vergessenes. Etwas Eigenes ist neu eingefärbt und umgetextet. Etwas Eigenes ist ein Überraschungsei. In Eigenes steckt nämlich ein Ei, ein Gen und ein S. Zeigen wir es euch, gehen wir es an. Was gehen wir an? Eigenes. Achtung, die Eigenesis. Im Anfang war das Huhn. Und das Huhn ist Ei geworden. Und hat unter uns gewohnt. Im Brei, im Getreide, im Blei, im Eingeweide, in Klimakonferenz Einigung, im Brei des Lebens Steinigung, in Asylpolitik Lösungsverweigerung, in Literatur Nobelpreis Überreichungsrede Beleidigung, in Schneise, in das Gute, Kluge, Laut und Luise. Hoppala, hoppala, Jandl ruft an. Jandl, toll, quasi Telefon Deus Ex Machina und? Jandls Mops kotzt schon. Er rät uns entweder ein paar Vokale wegzulassen oder uns wieder auf Handke einzuschießen. Okay, dann O Tannenbaum in Jandl-Version. Hü-den-bum! Hü-den-bum! Grinsen-den-blätter! Das ist Kunst! Kunst! Ah, Achtung, Achtung! Handke ruft schon wieder an und sagt, das ist keine Kunst. Okay, jetzt reicht's. Jetzt zeigen wir es denen. Ihr kanonisierten Mopshornissen. Ihr Lektoratsgeburten. Ihr Surkamp-Schlampen- und Luchterhandhuren. Ihr Deutschlehrer. Ihr Französisch-Übersetzerinnen. Ihr über die Landesgrenzen bekannten und gelesenen. Ihr Buchhandelsschatzis. Ihr Schulbuchklassiker. Ihr Preisgeldträgerinnen und Publikumslieblinge. Ihr viel Zitierten. Ihr Vorbilder. Ihr Nachahmer. Wir Dauerverweiser. Wir Intertextuelle. Wir Ideenabklatscher und Formvorgaukler. Wir Germanisten. Wir Sprachskeptiker. Wir Mitblöker und Slammerlämmer. Mäh. Mäh. Mehr braucht's nicht. Mehr braucht's nicht. Und Schnee. Danke, Schnee. Vielleicht 21 Uhr.